Dann lass uns einmal direkt auf die Ukraine blicken. Im Osten wird weiter erbittert gekämpft und gestern wurden dann auch weitere schwere Attacken der Wagner-Söldner verkündet. Welche Erfolge kann man da tatsächlich aktuell vorweisen? Also der Brennpunkt ist nach wie vor der Donbass. Es gibt dort intensive Kampfhandlungen. Es ist den Wagner-Söldnern wohl gelungen, tatsächlich Solidar einzunehmen. Jetzt finden die Kämpfe wieder stärker rund um Bachmut statt. Auch dort ist es wohl den russischen Paramilitärs gelungen, einen wichtigen Ort einzunehmen. Klischewka heißt er, befindet sich südlich von Bachmut. Und jetzt wird daran gearbeitet, die ukrainischen Truppen dort einzukesseln. Man versucht, die Versorgungslinien der Ukrainer zu kappen. Und das ist in vollem Gange. Aber es ist noch nicht die Großoffensive, über die wir die ganze Zeit spekulieren, wann sie kommen wird. Ich bin nahezu davon überzeugt, natürlich jetzt als Laie und nicht als professioneller Militärexperte, dass diese Offensive kommen wird und sie wird bald kommen. Denn die Russen beobachten ja, wie stark der Westen, wie stark vor allem die NATO-Führungsmacht USA die Ukrainer mit Waffen, mit Geld, auch mit Geheimnisinformationen unterstützen. Jetzt kommen auch noch die Panzer, die Challenger 2 der Briten, wahrscheinlich auch die deutschen Leopard 2. Und das ist eine Gefahr für die russischen Truppen. Und wenn dann die Ukrainer auch noch lernen, wie das Gefecht der verbundenen Waffen zu führen ist, das heißt, wie die Kampfpanzer gemeinsam mit Schützenpanzern, gemeinsam mit Panzergrenadieren vorstoßen, das Ganze dann sinnvoll koordiniert, auch mit der Luftwaffe, dann kann das zum Gamechanger werden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Russen diesen Zeitpunkt abwarten wollen. Deswegen ist in absehbarer Zeit mit einer Großoffensive Russlands zu rechnen. Christoph Wanner, vielen Dank nach Moskau. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.